Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Heart Gold. Wir sind wieder auf der langen Route, um nach Zerschneiderbäumen zu suchen. Da oben sehe ich sogar schon eins, aber es ist die normale Route, so wie ich das jetzt hier ganz gut erkennen kann. Aber trotzdem fahre ich da nochmal lang, weil, ja, vielleicht ist da doch noch irgendwie was. Ja, stimmt, hier oben ist noch ein Trainer. Dann werden wir hier mal Zerschneider einsetzen. Wir haben hier extra unseren vollen Sklaven dabei. Und, ja, welches Pokémon ist momentan ganz vorne? Flytrap. Ja, wir belassen mal Flytrap vorne und schauen mal, was das da für ein Trainer ist. Ah, stimmt. Ja, toll. Erstmal ein wildes Pokémon. Ist ja super. Ein Nidorino finden wir hier. Ja, Flytrap ist auf Level 23. Wir flüchten einfach mal. Wenn ich auch mal vom Fahrrad absteigen, ist... denke ich mal ein bisschen besser. Ach, das gibt es ja jetzt hier nicht, bei jedem zweiten Gras hier ein Pokémon hier anzutreffen. Was für ein Pech habe ich wohl. Also ein großes Pech anscheinend. So. Weißt du, welches das knuddeligste Pokémon auf der ganzen Welt ist? Chanera natürlich. Welches denn auch sonst? Wenn du ein Chanera zu mir bringst, kriegst du was Tolles. Ganz Tolles von mir. Ah, interessant. Was man da kriegt, kann ich jetzt nicht sagen, aber wird bestimmt was Interessantes sein. Ja, gibt's sonst noch? Naja, die Route ist sehr, sehr lang. Darum ist es ja wahrscheinlich, dass hier noch was für Zerschneider geben wird. Ich schaue hier einfach mal überall lang. Hier sieht es bisher ganz gut aus. Alles wunderbar. Warum ist da unten so ein Schild? Keine Ahnung. Das hat, denke ich mal, nichts zu bedeuten. Und dann kann man da unten noch mit Surfer lang surfen. Sind wir da schon mit Surfer lang gesurft? Ah ne, da komme ich gar nicht hin. Glaube ich. Wäre möglich. Ne, da komme ich nicht hin. Hier kann man surfen, aber so wie es aussieht, macht das hier eher weniger Sinn. Und dann sind wir hier schon auf Route 12. Da waren wir ja auf jeden Fall schon. Hier gibt es noch was. Nein, kein Kopfnuss, ich möchte Zerschneider einsetzen. Ja, ich muss mich auch entschuldigen, dass dieser Part heute auch 18 Uhr kommt. Beim letzten Freitag habe ich es ja vermutet, dass es 18 Uhr kommt, aber dann war es doch der Part für Sonntag, weil ich ja zwei Parts doch noch auf Lager hatte. Diesmal ist es nicht so. Den Part nehme ich auch erst heute auf, weil, ja, eigentlich hatte ich geplant, mir aufzunehmen. Ich habe, komm, eigentlich jetzt schon die Tage eher nach Hause, aber immer kommt irgendwas anderes dazwischen, dass ich dann doch keine Zeit habe und ja. Und ich habe heute so festgestellt, heute muss ich aufnehmen, weil morgen bin ich auch den ganzen Tag nicht da. Und ja, wir sind jetzt in Lavandia angekommen. Okay, das war's dann also jetzt mit Zerschneiderbäumen. Da müssen wir mal schauen. Genau, Fuchsiana City. Und was ist denn hier? Diktas Höhle. Ach so, stimmt, ich erinnere mich. Wir wollen jetzt Fuchsiana City erkunden. Vielleicht ist da sogar die nächste Arena, hoffe ich zumindest. Wir hatten schon länger jetzt keine Arena mehr. Aber erstmal werde ich vor dem Sklaven mal wieder raus tun und unser richtiges Teammitglied dann wieder rein. So, Bilds PC natürlich. Pokémon bewegen. Wir haben so lange Virus rausgenommen. Okay, Virus kommt jetzt wieder rein. War ja wirklich nur zeitweise. Ich habe mich in der Pokémon-Arena ganz schön erschreckt, sage ich dir. Da waren ganz viele Mädchen, die alle gleich aussahen. Aha. Also hier gibt es schon mal eine Arena. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier kommt Janina. Hokus Pokus, Vidibius. Na, jetzt sehe ich genauso aus wie sie. Hm? Ach, das hat wohl nicht geklappt. Ja. Oh, du hast ein Pokédex. Hast du den von Professor Eich bekommen? Haben wir den von Professor Eich oder von Professor Lind? Ach, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schon fast 100 Parts her. Fast 100 Parts. Also ich hätte vermutet am Anfang, dass Pokémon Heart Gold keine 100 Parts haben wird wie Pokémon Platin. Ja, wir sind noch lange nicht fertig. Die Tochter von Koga, einem der Top 4, hat es bis hier zur... hat hier bis zur Arena-Leiterin gebracht. Aha. Großvater ist gerade zu Besuch bei Bild in seinem Haus am Kap von Azuria City. Ich habe vom Radweg aus ein paar merkwürdige Pokémon in der Gegend herumschleichen sehen. Aha.
So, dann ist hier die Arena. Ist das dann das Dorf schon? Nee, das Dorf ist größer, stimmt. Wir waren ja hier schon an mehreren Orten, glaube ich. Oder Stellen. So, wie gesagt, da ist die Arena. Wo geht's denn da lang? Ja, da geht die Stadt weiter. Geht auch. Ah, jetzt habe ich hier keinen Zerschneider, aber ist eh nur ein Aprikokobaum. Ich dachte eigentlich, dass die Safari-Zone nur vorübergehend geschlossen sei. Aber jetzt soll sie urplötzlich nach Johto umgezogen sein. Das ist ein bisschen schade. Die Safari war die Hauptattraktion dieser Stadt. Park der Freunde. Der Park der Freunde ist hier. Hallo? Nachdem mein Opa die Safari-Zone aufgegeben hatte, nutzte mein Papa die Gelegenheit, um auf dem Gelände den Park der Freunde zu eröffnen. Pokémon einzufangen und wieder laufen zu lassen, muss meiner Familie wohl im Blut liegen. Aha. Gibt es hier sonst noch irgendwie was Interessantes? Da ist halt ein Surferteich, aber da scheint nichts Interessantes zu sein. Okay. Hier vorne geht es noch weiter. Einer der Top 4 war früher einmal der Arenaleiter von Phuxania City. Bärenfürstücke. Alle kommen ruhig näher. Bei mir kannst du Stöcke gegen Bären austauschen. Wenn du irgendwelche Stöcke dabei haben solltest, kannst du sie bei mir gegen 3 Bären pro Exemplar eintauschen. Das ist was geschenkt, sage ich dir. Was für Stöcke hast du für mich? Ah, okay. Ich hätte vielleicht gehofft, dass man für diese Stöcke eher TMs kriegt statt Bären. Aber wer Bären sammelt, für den ist es natürlich in Ordnung. Für den ist es vollkommen in Ordnung. So, da geht es wieder raus. Das ist ein Flugplatz. Ne, es ist hier die ehemalige Safari-Zone, also der Park der Freunde. Interessant. Und den haben wir schon vorgelesen hier. Dann ist hier der Pokémon-Supermarkt. Schaue ich auch mal rein. Ob es hier irgendwie was Interessantes gibt. Stahlbrief, Finsterball und Flottball. Ist ganz okay. What? Wir haben wieder 206.000 Poké-Dollar? Woher haben wir denn das Geld her? Haben wir so viel gekämpft? Okay. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich würde mal sagen, in den Park der Freunde gehen wir noch rein, irgendwann mal. Wir gehen erstmal in die Pokémon-Arena. Da komme ich nicht lang. Ist ja perfekt. Da muss ich hier außen rum lang gehen. So. Und hier. Bin mal gespannt, was wir hier was für Pokémon treffen. Mal schauen. Das sieht nach Kampf. Hey, du zukünftiger Champ. Hoppla, sieh dich mal genau um. Das sind lauter Personen, die genau wie Janina die Arena-Leitern aussehen. Kannst du erkennen, wer von ihnen die echte Janina ist? Oh. 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 Wo komme ich hier lang? Finde ich aber gar nicht schön. Ah, hier komme ich lang. Nein, da komme ich auch nicht lang. Hallo? Du bist aber wahrscheinlich nicht die echte Janina. Ich bin Janina, aber woher wusstest du das? Egal, jetzt wird gekämpft. Angesch mir! Ich wollte schon sagen, das kann doch jetzt hier nicht Janina sein. Nidoqueen, ein Giftbohnen-Pokémon. Ja, ich greife einfach mal mit einer Pflanzenattacke an. Das sollte normal effektiv sein. Einmal wegen dem Bodentyp und einmal wegen dem Gifttypen, richtig? Genau. Nidoqueen kontert mit hier Fußkick oder was war es jetzt nochmal? Glaube ja. Egal. So. Auf jeden Fall hat Flytrap hier jetzt eine richtig gute Leistung erzielt. 2000 DP sind Flytrap sicher. Wenn ich die Verkleidung trage, fühle ich mich viel sicherer. Kann man da auch lang? Nein, kann man nicht. Oh, hier kann ich lang. Eigentlich will ich ja auch gegen alle Trainer hier kämpfen. Das heißt, ich hoffe mal auf Glück, dass ich, bevor ich die Arena-Leiterin antreffe, dass ich wirklich jeden Trainer hier mitnehme. Haha, ganz genau, ich bin die echte Janina. Ja. Nidoking. Das hier jetzt Nidoqueen, Nidoking? Oder ist das eine Gift-Arena oder eine Bohnen-Arena? Kann es noch nicht sagen. Entweder Gift, entweder Bohnen oder wirklich nur Nidoqueen, Nidoking. Bin ich mal sehr gespannt auf die weiteren Trainer. Auf jeden Fall Nidoqueen und Nidoking ist schon mal sehr, sehr gut.
Das muss ich schon sagen. Aber auch Nidoking hatte keine Chance. Er ist wohl doch nicht der King hier. Denn das sind wir. Mal sehen. Na, ich bin ein Mann, na und? Dürfen sich Männer etwa nicht als Janina verkleiden? Huhuhu, ich bin Janina, die Arenaleiterin. Von wegen, eingefallen. So, irgendwie klar. Hahaha, Mann, ist das ein Spaß. Das glaube ich, dass das richtig viel Spaß macht. Also ich an den Trainern der Stelle, also an der Stelle der Trainer würde ich wirklich bis zum Ende vortäuschen, dass ich diese Janina bin. Wirklich auch im Kampf und ja. Vielleicht dürfen die das gar nicht. Ein Duflo, also doch Gift-Arena. Ja, da kann ich jetzt mit Flytrap eher weniger tun. Nämlich auch Pflanze Gift, dieses Duflo. Darum wechsle ich mal zu Joker. Flytrap erreicht ja gleich auch Level 50. Dann werden wir sowieso mal zum Beispiel Joker nach vorne tun. Matschbombe, eine Giftattacke, die könnte schon so ein bisschen Schaden machen. So, das Duflo ist auf Level 41, ist noch relativ wenig, aber Nidoking und Nidoqueen waren ja auf einem sehr, sehr guten Level. Da bin ich sehr optimistisch, dass auch die Arenaleiterin auf einem sehr, sehr guten Level ist, dass das kein Spaziergang wird. Hoffe ich zumindest. Ihr hofft es bestimmt auch, weil ihr mögt es ja, wenn ich hier faile bis zum geht nicht mehr. Womit hat jetzt vielleicht hab immer noch kein Level erreicht? Level 45 wird schon besser. Wird schon nochmal einiges besser. Angriff ist gesunken, aber es interessiert Joker rein gar nichts. Weil wir ja eh speziell angreifen. Und ja. So, ich mute mich mal ganz kurz, weil ich möchte mal kurz was trinken. Bis gleich. Tut mir leid, dass ich mich jetzt hier gemutet habe, nur seit, ja, Montag habe ich so ein Kratzen im Hals und ja, scheint so, als würde bei mir eine Erkältung jetzt da sein. Also kein Schnupfen oder so, also wirklich nur Husten. Bin jetzt so froh, dass wenigstens jetzt hier eine Aufnahme, dass ich hier nicht husten muss. Ja, aber bei mir ist es jetzt wieder so weit, könnte jetzt noch schlimmer werden, was ich nicht hoffe. Janina ist mein Vorbild. Es macht mir viel Spaß, mich als sie zu verkleiden. Ja, aber muss ich jetzt immer durch, so zwischendurch mal trinken, das ist dann doch schon das, was ich dann sozusagen brauche. Hehehe, tut mir leid, aber stimmt nicht. Nein, ich nehme dich nur auf den Arm. Ich bin das wirklich, ich bin Janina, die Arenaleiterin von Frisania City. Ach, ich? Oh. Dann haben die jetzt wirklich hier einen Trainer ausgelassen. Pech. Also erstes greift ein X-Bot an. Ich habe Flytrap immer noch vorne. Jetzt so doof, weil ja, gegen X-Bot können wir leider auch mit Flytrap nichts tun. So. Aber ich bin schon mal froh, dass es nicht schlimmer geworden ist als wie gestern. Darum habe ich sogar die Hoffnung, dass es doch nicht schlimmer wird insgesamt. Dass es jetzt in wenigen Tagen wieder weg ist. 2 Tage hoffe ich. So. X-Bot hat meinen Joker verwirrt, das ist gar nicht gut. Komm, greif das X-Bot an. Level 47. Sehr, sehr gutes Level. Das ist wahrscheinlich nicht das stärkste Pokémon. Aber wahrscheinlich das fieseste. Na, Joker, greifst du mal an? Tut mir leid, ich muss Joker jetzt erstmal heilen. Dieses Item-System, also ich bin jetzt das von Pokémon Sonne und Mond hier gewöhnt. Wenn ich Heil-Items suche, dass die Anordnung da ein bisschen anders ist. Aber na gut. Ich muss jetzt sagen, habe auch wieder ein paar Tage jetzt keinen Pokémon Mond mehr gespielt, weil ich einfach keine Zeit mehr habe. Ja, morgen sollte ich, denke ich, mal wieder Zeit haben, weil morgen bin ich halt den ganzen Tag nicht da, weil mein Betrieb Weihnachtsfeier hat und bis die Weihnachtsfeier beginnt, habe ich, glaube, zwischendurch noch Zeit. Da kann ich mal mein 3DS rausnehmen und einfach mal ein bisschen Pokémon zocken. Und wenn nicht, dann Pech. Oder auf der Rückfahrt. Ja, ich könnte eigentlich auch jeden Tag im Zug Pokémon spielen, aber
Früh morgens, da mache ich Augen zu, weil ich noch sowas von müde bin und auf der Rückfahrt irgendwie habe ich da nicht so richtig den Bock dazu. Ach, endlich Joker. Dreimal hat er sich selbst verletzt. Das ist unglaublich. Ich könnte mich noch zum Verhängnis werden hier. Der Joker jetzt hier geschwächt ist. Aber vielleicht habe ich erreicht, wenigstens schon mal Level 50. So, ein Ariados. Ach, das ist dieses Käfergiftvieh, stimmt. Käfergift. Ich könnte natürlich Bone rausnehmen, aber er ist, oder rausholen. Aber er ist schon auf Level 50 und ich möchte erstmal den Pokémon dann auf Level 50 lassen. Daumen wächst ich Tribe ein, weil Tribe hat ja auch noch eine Flugattacke. Ist ja dementsprechend auch sehr effektiv. So. Zwar ist die Genauigkeit von Fliegen nicht so hoch, aber es ist ja bei allen Attacken von Tribe so. Durch seine Fähigkeit. Die ich dank Bone endlich mal weiß. Weil ich ja nie nachschaue. So, war ein Spaziergang für Tribe. Ein Smogmog. Ich bleib mal bei Tribe. Tribe hat fast Level 50 erreicht und ja, Smogmog. Ich denke mal, da hat Tribe eigentlich auch ganz gut Chancen. Denke ich zumindest. Mal schauen. Oh, Toxin. Der wollte mein liebes Tribe vergiften. Geht doch nicht. So, wie viel zieht Fliegen ab? Weniger als die Hälfte, echt? Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Und Tribe ist vergiftet. Tribe, du wirst jetzt hier noch eine Runde aushalten müssen, weil ich werde jetzt hier noch einen Übertrank für Joker einsetzen, weil wir bauen Joker zurück. Und das mit vollen Kräften natürlich. Und derweil werde ich mit Tribe ruhig noch weiterkämpfen, obwohl, das Gift, das ist. Ich werde keine Runde mit Tribe mehr aushalten. Also werde ich jetzt sofort zu Joker wechseln. Dann kriegt Joker auch mal sein Level ab, endlich. Oh, Explosion kann die Smogmog. Mir aufpassen, wenn die KP niedrig sind. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass Smogmog Explosion einsetzt. So, aber Joker hat es sehr, sehr gut gemeistert. Tribe erreicht Level 50, sehr, sehr schön. Und Joker erreicht Level 49. Noch ein Ariados. Bleiben wir mal bei Joker. Zwei Pokémon kommen jetzt hier noch. Ich muss sagen, jetzt hier insgesamt die Vielfalt der Pokémon in der ganzen Arena war sehr, sehr gut. Leider habe ich nicht gesehen, was der letzte Trainer hatte. Und vom Arenaleiter, ja. Außer jetzt hier zweimal Ariados. Vielleicht hätte es das nicht gebraucht, aber trotzdem bin ich sehr, sehr zufrieden. Und jetzt kommt hier noch ein Omot. Ich kann nicht meckern. Sagen wir es mal so. Ich kann nicht meckern. Auch sehr, sehr gutes Level hier, Level 50. Momentan. Und Doppelteam. Oh, super. Ich liebe Doppelteam. Gerade wenn es der Gegner einsetzt. So. Fast besiegt. Jetzt wird noch ein Citrobeere eingesetzt. Der Arenaleiter kam hier auch nicht dazu, einen Hypertrank oder so einzusetzen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und jetzt muss natürlich Psychokinese noch treffen. Nur Doppelteam ist halt. Wurde zweimal eingesetzt, sodass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Psychokinese trifft. Wir haben nur noch ein AP jetzt auf Psychokinese. Dann müssen wir wechseln. Ach du heilige Scheiße, ist das sehr effektiv. Aber Joker trifft ein Glück mit dem letzten AP-Punkt. Der Arenaleiter, beziehungsweise die Arenaleiterin, wurde besiegt. Hast super gekämpft, Joker, muss ich schon sagen. Schreibt natürlich auch. Ich sehe schon. Du hast also selbst Koga von den Top 4 besiegt meinen Vater. Ha, du. Moment, das ist doch eine Frau. Ist das eine Frau eigentlich? Ja doch, Jeanette ist eine Frau. Ha,
Du kamst mir gleich so stark vor. Ich erkenne meine Niederlage an. Hier, nimm den Seelenohren. Ja, hey, juhu. Du bist stark. Ich habe hier ein ganz besonderes Geschenk für dich. Bitte eine gute Giftattacke. Bitte, bitte. Gifthieb. Das ist was für Flight-Up, glaube ich. Die Attacke nennt sich Gifthieb und kann deine Gegner vergiften. Sehr, sehr schön. Ich werde noch viel mehr trainieren und stärker werden. Nochmal möchte ich nicht gegen dich oder meinen Vater verlieren müssen. Ja, und dann geht es im nächsten Part weiter. Oh, nein, nein, ich will zum Pokécenter. Ich will zum Pokécenter. Ich muss zum Pokécenter. Bevor Tribe irgendwie hier abkratzt. Ich muss mal schauen, wie viel KP hat der noch. 48. Wie geht's hier raus? Da geht es raus. Ah, wie viel jetzt? 44? Okay, wir sollten es hoffentlich schaffen, wenn ich den richtigen Weg finde. Mein Gott. Oh. So, dann geht es hier lang und hier lang und hier lang und raus hier. Genau, im nächsten Part werden wir auch mal schauen, ob Pavo ruft an. Wer ist Pavo? Ein unbekannter Name. Okay, dann werden wir im nächsten Part schauen, ob Gifthieb, ob das Flytrap erlernen kann. Moment, wie viel KP noch? 25, Aber ein Glück ist das Pokécenter gleich hier um die Ecke. Und ja, dann geht es im nächsten Part weiter. Wahrscheinlich auf der... Nee, im Park der Freunde und dann wahrscheinlich auf der nächsten Route. Bis dahin. Viel Spaß noch. Schalt wieder ein. Und bye bye.